Die Nachhaltigkeit des Straßenverkehrs über die Alpen und insbesondere über den Brenner war Thema einer gut besuchten internationalen Tagung im Innenhof des Palais Wittmann in Bozen, die von der Landesagentur für Umwelt- und Klimaschutz im Rahmen des EU-Projekts Brennerleck organisiert wurde. Also in Salzburg haben wir zwei Autobahnabschnitte, die A1, die Westautobahn, und die A10, die Tauernautobahn, wo wir eben diese flexiblen Tempolimits verordnet haben. Flexibel im Sinne emissionsgesteuert, also je nach Luftqualität abhängig. Auf der Tauernautobahn haben wir im Jahr 2008, Oktober 2008 war das, diese Verordnung erlassen. Und auf der A1 Westautobahn, auf der Salzburger Stadtautobahn, war das im Jahr 2015. Insgesamt über 11 Millionen Fahrzeuge sind 2019 in beiden Richtungen über den Brenner gefahren. 7 Millionen davon waren Leichtfahrzeuge und 4 Millionen Schwerfahrzeuge. Rund 45.000 Fahrzeuge wurden täglich gezählt. 60% der Stickstoffdioxidemissionen stammen von PKWs und kleinen Nutzfahrzeugen bis zu 3,5 Tonnen, für die eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Kilometern pro Stunde gilt. Eine weitere Geschwindigkeitsbegrenzung könnte die Luftverschmutzung beträchtlich verringern. Also das Projekt Brennerleck ist für uns ein sehr wichtiges Projekt, weil es erlaubt, die Situation am Brennerkorridor erheblich zu verbessern. In verschiedene wichtige Unterteile, Kapazitäten, die ja sehr beeinträchtigt sind auf dem Brennerkorridor, zum einen, aber zum anderen auch die Verkehrssicherheit, die weiter gesteigert werden kann oder verbessert werden kann, und letztendlich sehr wichtig für die Anrainer auch die Luftqualität. Also das Projekt deutet sehr, sehr deutlich darauf hin, dass durch diese Brennerleck, diese dynamische Gestaltung der Geschwindigkeit, wir drei Ziele in einem verbessern können. Einen großen Teil der immensen Anzahl an Waren, die heute über den Brenner geführt werden, auf die Schiene zu verlagern, ist die große Herausforderung, die mittelfristig bewältigt werden muss. Zusätzlich muss der Warenverkehr in ganz Europa neu geregelt werden, besonders aber was das heikle Ökosystem in den Alpen betrifft. Da muss man unterscheiden. Auf der Tauernautobahn haben wir eine Regelgeschwindigkeit von 130 km/h. Und es wurde eine die niedrige Geschwindigkeit mit 100 km/h festgelegt. Da hat es zwar im ersten Jahr Diskussionen gegeben, aber es ist jetzt weitgehend akzeptiert. Also zwischen 130 und 100 km/h wird von der Bevölkerung akzeptiert. Mehr Diskussionen hat es auf der Stadtautobahn gegeben. Hier haben wir eine Regelgeschwindigkeit von 100, also eine Maximalgeschwindigkeit von 100. Und wenn die Luft schlecht ist, wird auf 80 km/h runtergeregelt. Da waren die Diskussionen größer. Wir haben sie aber machen müssen, weil wir von zwei Autobahnanrainern geklagt wurden und der Landeshauptmann dann verpflichtet ist, Maßnahmen zu setzen, um die Schadstoffbelastung zu senken. 2015, 2016 waren die Diskussionen relativ groß. 2017. Thematisiert wurde im Laufe der Tagung auch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit auf der Autobahn nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern aus ökologischen Gründen zu regeln. Geschwindigkeitsbegrenzungen sind nämlich effektiver als empfohlene Höchstgeschwindigkeiten. In manchen Ländern in Europa wird auf ähnliche Weise wie am Brennerleck-Projekt gearbeitet. Wir haben natürlich genau gleiche Erfahrungen in Österreich zum Beispiel, wo es in verschiedenen Stellen in Tirol, aber auch im Land Salzburg schon so gearbeitet wird. Aber auch zum Beispiel in Belgien oder in den Niederlanden gibt es jetzt wichtige Tempoeinschränkungen und dynamische Tempoeinschränkungen auch, um die Luftqualität zu verbessern, aber auch gleichzeitig die Kapazitäten zu erhöhen. Das Land Südtirol und die autonome Provinz möchten eine Art Versuchslabor werden, in dem gemeinsam Lösungen gefunden werden und ausprobiert werden. Ziel ist es, gemeinsam mit der Europäischen Kommission einen grünen Korridor über den Brenner einzurichten.